Ja, willkommen und herzliche Grüße wieder aus Doms Bastelbude. Wie ihr seht, hier liegt Holz, ein ganz besonderes Holz, nämlich Zirbenholz. Ich bin dafür eine ziemliche Strecke gefahren, also alles zusammen, hin und retour waren es 360 Kilometer, war ein schöner Ausflug nach Kärnten. Und ja, warum bin ich so weit gefahren? Weil es einfach sehr schwer zu bekommen ist, das Holz, und dort, wo ich es geholt habe, sehr günstig für mich war. Was wir jetzt draus machen, zeige ich dir gleich nach dem Intro. Los geht's, viel Spaß! So, mal schauen. Muss von die Maße her. So passen. Das passt. Sehr gut, dann richten wir es ab. Hey, ich sag's euch, Zirbenholz ist so ein geiles Holz. Allein beim Hobeln jetzt, das riecht so gut, das ist ein Wahnsinn. Das ist echt. Also da wundert es mich nicht, wenn manche Zirbenbetten oder generell Zirbenholz einfach so scheiß teuer ist. Wow, herrlich. So! Und jetzt ist es so, dass man... Ich habe jetzt nur mal eine Seite abgerichtet, also beim Hobel. Die zweite Seite ist noch Raufaser. Und jetzt werden wir es so machen. Die Planseite legen wir jetzt einfach da an der Schiene von der Kreissäge an und machen wir da mal einen geraden Schnitt. Dann sind auch da so Baumkantenreste sind dann einmal weg. Und dann werden wir schon loslegen mit Größe und Maß zuschneiden. Und jetzt geht es darum, dass wir da die zwei Platten da der Längs nach Stoß auf Stoß zusammenleimen. So, jetzt haben wir die beiden Seiten einmal an der Stirn mit Leim voll machen. Aber nehmt bloß nicht zu viel, weil sonst drückt es eh wieder raus. Und ich habe jetzt auch schon viel zu viel. Großreden dann, großreden und selber am Scheiß besser. Himmel nochmal, das ist wieder so eine Sauerei.
So. Dann legen wir es. Schau, wie es da ausgedrückt. Stoß auf Stoß. Und auf der Hinterseite kommt es wahrscheinlich, ja sicher, ne? Sehr klar. Das wäre nämlich super, wenn es an der Unterseite, da wo wir es auflegen, dann einfach festpickt, dass man es gar nicht mehr runterkriegt. Da habe ich jetzt wieder super mitgedacht. Nicht. Hey, ohne Scheiß jetzt. Den Leim, was ich da habe, das ist fast wie Superkleber. Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ob es 10 Minuten gewesen sind, wo ich das einfach zusammengespannt habe lassen und das ist fest, das haltet. Also das ist richtig geiler Leim. Schaut mal, ich habe den beim Baumarkt gekauft, kann ich empfehlen. Und nachdem wir da jetzt ein paar Leimspuren drauf haben und vom Hobeln noch ein paar so, ja, so Spuren sind, geht es auch schon wieder heiter weiter mit Schleifen. Gut, jetzt haben wir die Teile alle geschnitten. Jetzt geht es auch schon langsam ans Zusammenbauen. Bei den Seitenteilen will ich da so eine Schräge runter machen. Die muss ich mir jetzt noch einzeichnen. Dann verbinden wir das Ganze einfach. Und zu meinem Vergnügen gehen wir jetzt wieder Kanten schleifen. Aber ich bin ja mittlerweile auch schon dem YouTube-Trend gefolgt und habe mir diesen Schleifklotz nachgebaut, der eh schon überall im Internet kursiert. Da gibt es auch schon Videos, wie die gebaut werden und Pläne und pipapo. Plan. Kann man machen. Wenn man ein bisschen ein Hirn hat, kann man es auch ohne Plan. Ich hab's mit Plan gemacht. Weil ich das sehr gut kann, weil mein Vater sagt, ich bin ein kleiner Spacki. So. Endlich fertig mit dem Scheiß. Gut, dann stellen wir es einmal zusammen. Jetzt haben wir da den Deckel, Seitenteile, das Rückenteil, dann kommt da oben so eine Verstrebung und das soll dann so der Deckel, ja vor allem, der Deckel werden. Aber da müssen wir jetzt noch den Deckel, müssen wir jetzt da noch die Winkel ausschneiden bei den Teilen. Und das, was ich jetzt gerade vorher gemacht habe, gell? Ein Stück Holz wegtun, solange die Säge noch läuft. No go!
und nachdem wir jetzt vielleicht hoffentlich nicht allzu viel falsch gemessen haben bei den Winkeln, sollte das, der Deckel jetzt passen. Und wer es noch nicht kennt, mit Winkelleimen auf dem Papier. Schön zusammen, gleichstreifen. Weil das Ganze wirkt dann wie ein Scharnier. Sofern es picken bleibt. Himmel, Halleluja! So, geht wieder. Nehmen wir ein stärkeres Band. Na bitte, geht ja. Dann nehmen wir wieder einen Superkleber. Tun da in die Fugen ein bisschen Leim. Ne? Und dann tun wir das zusammen. Und dann sollte das so passen. Alter, jetzt geht das schon wieder oben da. Fix. Und wie gesagt, bloß nicht zu viel Leim. Weil es drückt sich wieder alles aus. Sicher, pick zusammen jetzt da. Scheißdreck. Und am besten ist halt, wenn es halt vorher gleich den Leim raustut, was zu viel ist. Dann gibt es nämlich hinterher keine Sauerei. Und natürlich, wie soll es anders sein, ist mir jetzt natürlich ein Scheiß passiert. Ich habe das falsche Teil am Deckel eingelötet. Weil nämlich das rein hätte gehört und nicht das andere. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Gut, wurscht. Müssen wir halt nachbessern. Scheiße. Gut, wir sind wieder auf Kurs. Das fehlende Teil oder was ich da halt ja, falsch zusammengeleimt habe, haben wir jetzt wieder. Und jetzt fangen wir an zusammenleimen, weil der Deckel ist auch schon fertig. Und jetzt werden wir noch ja, ein paar Kleinigkeiten vom Leim, Leimrückstände werden wir noch ein bisschen wegschleifen. Ja, dann leimen wir es zusammen. Und da sind wir jetzt einmal meine Kreissäge komplett ansau. Ja, weil da bin ich Meister im Ansauen. Da habe ich mir da jetzt so eine OSB-Platte genommen. Und vor allem, da ist dann, da liegt es dann auch gerade auf. So, und jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir da mehrere Teile gleichzeitig anleimen müssen, weil wir es dann zusammenspannen. Und am besten fangen wir jetzt, glaube ich, mit was fangen wir an? Auf der Unterseite. Das haut schon wieder super hin. Nämlich gar nicht. Wieder alles herumgesaut. Das ist jetzt einmal soweit zusammengeklemmt. Jetzt da, schauen wir mal, wie das mit dem Deckel passt.
wie das mit dem Deckel passt. Das muss man noch ein bisschen schleifen, weil es speilt sich noch. Was ist da jetzt? Scheiße! Wieso passt der Deckel jetzt nicht? Vorne bin ich bündig. Bin ich bündig, da passt die Kanten. Aber da passt es nicht, da stehe ich drüber. Es ist halt die Kante, sollte eigentlich da. Alter! Ich dreh durch! Himmel, Halleluja! Ich könnte schon wieder so kotzen, strahlkotzen könnte ich. Ist ja nicht so, dass ich es einfach so gebaut hätte. Nein, ich habe ja einen Plan vorher gemacht, ne? Weil ich bin ja zu blöd sonst, ne? Und jetzt machst du einen Plan, fertigst die Teile nach Plan, passt der scheiß Deckel nicht. Das mach ich jetzt. Ich werde jetzt ganz einfach den Stoß wieder auftrennen und dann im Winkel einfach kürzen und neu schneiden. Jetzt bin ich gerade fast drauf gekommen, dass man dann da dann Gebäck und so reingibt, oder Brot oder wie auch immer, dann soll das ja nicht direkt am Boden auf der Platte aufliegen. Und jetzt habe ich vorher, wie ich den Deckel habe kürzen müssen, sind da so ganz dünne Streifen entstanden, die haben gerade einmal einen Millimeter. Das passt richtig gut, weil aus denen werde ich jetzt so eine Gittereinlage machen, das kommt dann hin und da kann man dann das Gebäck drauflegen. So blöd bin ich dann doch nicht, gell? Nee. Nur damit ihr es wisst. Jetzt habe ich das einmal so zu einem Gitter aufgelegt, geschliffen und jetzt werden wir da, wie man auf steirisch sagt, wir werden gar nicht viel herumscheißen jetzt da. Da ein bisschen an Leim drauf. Entschuldigung. Aber ich habe gerade Mittag gegessen. Und es hat geschmeckt, wie man gehört hat. Der Deckel ist jetzt in der Zwischenzeit auch fertig getrocknet. Also ein bisschen halt, ne? Ich habe keine Zeit zum Warten. Aber wenn man Salz reingeht. Dann passt das. Gut, und jetzt ist noch die Frage. Ich hab da. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Nein, anscheinend nicht. Verdammte Scheiße. Ja, wurscht. Ich habe da jetzt so kleine Pins. Kennt ihr die? Wenn man beim Kasten die Ablagefächer reinlegt, tut man die auf die Seite rein. Da habe ich, glaube ich, Millionen davon. Da habe ich mir vorgestellt, mit denen werden wir das einfach das Scharnier machen, damit man einen Deckel aufmachen kann. Und jetzt ist nur die Frage, wie? Weil ich war ja wieder so schlau, ich habe ja alles vorher schon zusammengeleimt. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie kriege ich den Deckel oder die Dings, die Nippel da rein. Auf jeden Fall, ich bin jetzt da einmal
die Hälfte von dem Brett bin ich reingegangen, dann habe ich da dieselbe quasi Höhe, Dings, Abstand, ja, ihr wisst, was ich meine. Und da werden wir jetzt da einfach mal ein Loch rein machen. Bessere Idee, ich nehme einfach ein Holz drüber, mache von außen ein Loch, schlage den rein, fertig ist die Geschichte. Und jetzt haben wir nur mehr ein einziges Problem, eine Kleinigkeit. Wie wir da die Gärungen verleimt haben, die werden ja nie so richtig komplett hundertprozentig. Jetzt haben wir da, wenn ihr es sehen könnt, eventuell, haben wir da so einen Spalt. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich, wenn ihr vom Schleifen und so weiter die ganzen Späne oder das Schleifmehl sammelt, ein bisschen an Leim reingeht, umrühren und dann in die Fugen rein, dann ist das nahezu unsichtbar. Und das machen wir jetzt. Und dann die Paste einfach, entweder macht es mit dem Finger oder einfach mit dem Stabel da in die Fugen reindrücken. Okay, geht mit dem Finger besser. Schlau ist vielleicht auch, wenn es vorher gleich, solange es noch nass ist oder nicht antrocknet, einfach das meiste mit dem Stabel wegwischen. Müsst nachher weniger schleifen. Und wenn der Kit dann eingetrocknet ist, dann einfach noch einmal kurz drüber schleifen und dann sollte das passen. Und der Spalt ist so gut wie weg. Dann bauen wir es zum Schluss nochmal zusammen. Und ich habe jetzt einfach so ein kleines Stück Restholz genommen und das leimen wir jetzt drauf. Ich denke, so passt es. Und was darf natürlich zum Schluss nicht fehlen? Richtig, das Logo. Ich finde, das schaut schon wieder richtig geil aus. Super, perfekt. Und jetzt wisst ihr, was kommt. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. War ein super tolles Projekt, hat mir wirklich gefallen. Zirbenholz ist wirklich ein ganz besonderes Holz, kann ich jedem empfehlen. Macht irgendwas draus, sei es eben eine Brotdose oder sonstiges. Es riecht extrem gut und ist super damit zu arbeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer bitte einen Daumen nach oben. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, dann versäumst du keine Videos, wenn ich wieder welche hochlade. Ja, und somit
schicke ich dir wie immer herzliche Grüße aus Doms Bastelbude. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Servus.